Düsseldorf wird zum Mekka der Druckindustrie, wenn am letzten Tag im Mai die Drupa startet. Print 4.0, so lautet das zentrale Thema in diesem Jahr. Gemeint ist die Vernetzung der unterschiedlichen Prozessschritte innerhalb und außerhalb einer Druckerei. Alles mit dem Ziel, Ressourcen besser zu nutzen. Es wird große Chancen eröffnen für die Unternehmer in der Druckindustrie. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass sie in der Druckindustrie eine extrem ungleichmäßige Ressourcenauslastung haben. Das heißt, sie haben zyklische, saisonale, unterschiedliche Auslastungen. Sie haben räumlich stark unterschiedliche Ausstattungen mit verschiedenen Kapazitäten. Und das Potenzial, was man hat, indem man hier vernetzt und ganz andere Kooperationsmöglichkeiten schafft, ist immens. Ziel sei es, deutlich flexibler und auch schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können. Dazu beitragen soll auch der Digitaldruck. Gegenüber konventionellen Methoden bietet diese Art des Drucks deutliche Vorteile. Im Kern ist Digitaldruck hochvariabel. Sie können theoretisch jede Druckseite anders gestalten als die davor. Bei den konventionellen Druckverfahren machen Sie ja erst eine Platte und die Platte können Sie nicht mehr ändern. Und das rechnet sich halt erst ab 3.000, 4.000 Exemplaren. Für digital reden Sie halt über kleinere Auftragsgrößen, die dadurch wirtschaftlich werden, dass Sie eben nicht diesen Einmalaufwand der Plattenherstellung haben. Flexibel zeigen sich übrigens nicht nur die Druckmaschinenhersteller, sondern auch die Messe selbst. Mit der diesjährigen Drupa ändern sich Laufzeit und Turnus der Veranstaltung. Die Hersteller sind flexibler und die Hersteller sind unheimlich flexibel geworden, muss man sagen. Deshalb haben wir auch den Zyklus der Drupa verkürzt. Wir werden sie jetzt demnächst alle 3 Jahre machen, weil die Innovationszyklen kleiner werden in der Druckindustrie. Der Wunsch ist geäußert worden, dass wir auf insgesamt 11 Tage verkürzen. Das ist überall sehr gut angenommen worden und wir hoffen, dass wir trotzdem unsere Besucherzahlen erreichen, vor allen Dingen die Internationalität und die Kaufkraft. Zumindest von der Ausstellerseite her kann sich die Messe zufrieden zeigen. Die 17 Hallen am Rhein sind fast komplett ausgebucht. Rund 1.800 Aussteller aus über 50 Ländern zeigen Innovationen und Trends aus der Druckindustrie.